Es gab ja den Fall des begründeten Coronavirus-Verdachtsfalls aus Herdecke. Warum hat der Kreis eigentlich darüber informiert, bevor das Testergebnis feststand? Ich meine, mittlerweile wissen wir ja, dass das Testergebnis negativ ist. Da gibt es zwei Gründe, Herr Behrendt, warum wir das getan haben. Zum einen haben wir uns im Krisenstab dazu entschlossen, möglichst transparent die Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises über das Thema Coronavirus zu informieren. Und deswegen haben wir auch eben auch den begründeten Verdachtsfall öffentlich mitgeteilt, um dieser Transparenz Rechnung zu tragen. Der zweite Grund war, dass in den Medien in der jüngsten Vergangenheit häufig die Begrifflichkeiten des Verdachtsfalls durcheinander gingen und wir gesagt haben, wir möchten hier mal Klarheit schaffen und deswegen haben wir entsprechend dem, was das Robert-Koch-Institut als begründeten Verdachtsfall auch definiert, zugrunde gelegt und entsprechend dann die Öffentlichkeit darüber informiert. Jetzt ist es ja so, dass in den Medien immer mal wieder von einem Krisenstab gesprochen wird, der regelmäßig tagt. Wer sitzt denn in diesem Krisenstab und vor allen Dingen, wie arbeitet er? In dem Krisenstab, den wir am 28. Februar, also beim Freitagnachmittag, aktiviert haben, sitzen ganz viele Menschen drin. Unter anderem das Gesundheitsamt natürlich, das die Hauptlast dieser Thematik trägt, aber auch eine Reihe von anderen Verwaltungsmitarbeitern, wie meine Person zum Beispiel. Ich bin hier der Ordnungsdezernent und Leiter des Krisenstabes. Das Gesundheitsamt alleine kann natürlich diese Thematik, diese Krise nicht alleine bewältigen. Dazu brauchen wir die komplette Verwaltung. Wir haben auch eine Reihe von freiwilligen Kollegen und Kollegen, die 24 Stunden in 7 Tagen die Woche im Krisenstab sitzen, um immer ansprechbereit zu sein. Jetzt mal angenommen, man ist am Coronavirus erkrankt. Welche Maschinerie wird dann von dem Krisenstab in Gang gesetzt? Das ist relativ einfach gesagt. Es muss zunächst mal ermittelt werden, mit wem die erkrankte Person oder der begründete Verdachtsfall Kontakt hatte. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe, welche von den Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes wahrgenommen wird. Sollte allerdings dort die personelle Kapazität nicht ausreichen, dann werden uns die kreisangehörigen Städte, die wir auch letzten Freitag über das Thema alle informiert haben und die auch selber eigene Zuständigkeiten in dem Bereich haben, uns unterstützen. Jetzt gibt es ja aktuell keine Medikamente gegen das Coronavirus. Wie wird denn da überhaupt behandelt? Also zunächst mal ist ja zu konstatieren oder festzustellen, dass die meisten Verläufe von erkrankten Personen sehr mild sind. Insofern kann man als Empfehlung geben, dass sie die normalen Mittel, die bei der Influenza halt auch meistens sogar zu Hause sind, da auch eingesetzt werden kann. Wenn der Verlauf schwerer ist und ein Aufenthalt im Krankenhaus erforderlich sein sollte, dann wird das Krankenhaus natürlich die entsprechenden, auch wenn es noch kein Impfstoff oder kein Medikament speziell gegen Corona gibt, einsetzen. Jetzt mal angenommen, ich müsste in Quarantäne, weil ich mit einer Coronavirus-infizierten Person Kontakt hatte. Wer überprüft denn bitte schön, dass ich auch schön die 2 Wochen zu Hause bleibe? Auch das tut das Gesundheitsamt. Die Verfügung, die dann schriftlich darüber ergeht, zunächst mal wird es mündlich ausgesprochen, dass man 14 Tage in Quarantäne sein soll und anschließend wird das dann nochmal schriftlich bestätigt und in dieser schriftlichen Bestätigung sind so eine Reihe von Dingen aufgelistet, wie zum Beispiel tägliches Fiebermessen, die entsprechende Hygiene einzuhalten, sich möglichst auch von Familienangehörigen fernzuhalten und täglich wird das Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen, um nachzuprüfen, ob man sich auch daran hält. Welche Fragen kommen denn bei Ihnen so tagtäglich rein? Sie haben ja ein Bürgertelefon geschaltet. Das wird ja wahrscheinlich ziemlich häufig klingeln mittlerweile. Das ist richtig. Das ist auch unser Wunsch, damit eben unter anderem auch hier die Kreisleitstelle nicht überfrachtet wird mit Fragen oder Informationsbedarf hinsichtlich Corona. Das normale Alltagsgeschäft wie der Herzinfarkt und so weiter läuft ja nach wie vor. Die Fragen, die da kommen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Es werden Fragen gestellt von Schulen hinsichtlich Klassenfahrten. Es werden Fragen gestellt von Städten hinsichtlich Veranstaltungen, ob sie abgesagt werden sollen oder nicht. Es werden Fragen auch von Bürgerinnen und Bürgern gestellt. Ich nenne mal ein,
ein eher lustiges Beispiel, dass gefragt wird, wer geht denn mit meinem Hund Gassi, wenn ich unter Quarantäne stehe? Was gibt's dann als Antwort? Also die Antwort ist, das macht nicht der Kreis, der holt nicht den Hund ab und führt den Gassi, sondern die Antwort ist entweder im Familienkreis oder in der Nachbarschaft, sich das zu organisieren. Okay. Sie haben es ja eben gerade schon mal angesprochen, dass auch viele Städte nachfragen wegen Veranstaltungsabsagen. Jetzt gab es ja schon Hinweise darauf, dass die Oldie Night und der Feierabendmarkt in Witten abgesagt werden aus Angst wegen des Coronavirus. Was halten Sie denn von diesen Veranstaltungsabsagen jetzt als Kreis? Also wir als Kreis, wenn wir angefragt werden, sagen, jede Veranstaltung muss für sich selbst individuell betrachtet werden. Der Veranstalter ist dafür auch im Übrigen auch selbst verantwortlich, also nicht etwa, dass der Kreis hier solche Veranstaltungen verbietet, es sei denn, er ist Selbstveranstalter. Wir können nur für unsere Veranstaltungen zum Beispiel sagen, nächste Woche haben wir die Sportlerehrung im Kreisgebiet. Wir sehen im Moment aufgrund der Lage, die hier im Kreisgebiet ist, wir haben bisher noch keinen einzigen bestätigten Fall von Coronavirus, dass kein Anlass besteht, im Moment solche Veranstaltungen abzusagen. Aber wie gesagt, das muss jeder Veranstalter für sich selber individuell entscheiden. Jetzt gibt es ja keinen bestätigten Coronavirus-Fall hier im Kreis Ennepe-Ruhr, das haben Sie auch eben gerade schon gesagt. Was halten Sie denn davon, dass es trotzdem Hamsterkäufe gibt? Nun, ich möchte dazu nochmal deutlich machen, es gibt eigentlich aus unserer Sicht überhaupt keinen Grund, solche Hamsterkäufe zu tätigen. Die Verhältnisse, die zum Beispiel in Italien entstanden sind, dass ganze Städte oder Ortschaften abgeriegelt worden sind und die Leute auch nicht mehr auf die Straße durften, die werden hier nicht passieren. Also da gibt es überhaupt gar keinen Ansatz zu. Insofern meinen wir, man sollte das ganz normale Leben führen, wie man es sonst auch getan hat. Ist jetzt die Angst vor dem Coronavirus ansteckender als der Virus selbst? Schwierig zu beantworten, die Frage. Ich glaube, wenn Sie 10 Menschen fragen, kriegen Sie 7 verschiedene Antworten. Das kann sein, dass das so ist. Aber wie gesagt, nochmal, wir als Behörde und als Krisenstab kümmern uns um das Thema. Und glauben Sie uns, Sie können uns vertrauen, dass wir das auch vernünftig machen. Jetzt hat ja Bundesinnenminister Horst Seehofer die Tage bei einer Tagung mit der Kanzlerin ihr einfach die Hand nicht gegeben, weil er auch so ein bisschen Schiss hat vor dem Coronavirus. Sind Sie da mittlerweile auch schon so auf dem Trichter, dass Sie den Kollegen keine Hand mehr geben? Also wir haben ja auch, das ist übrigens auch eine Empfehlung vom Robert-Koch-Institut, wir haben ja auch die Empfehlung ausgegeben, dass das Handgeben oder auch Küsschen links, Küsschen rechts, was ja auch schon mal ein Begrüßungsritual ist, zur Zeit gelassen wird. Jetzt gab es ja auch die Fälle, dass in Krankenhäusern Desinfektionsmittel geklaut wurde. Also zum Beispiel in Witten von der Besuchertoilette. Von einigen anderen Städten hört man, dass sogar vom Wagen des Pflegedienstpersonals das Zeug schon geklaut wird. Absolutes No-Go, oder? Das ist wirklich ein absolutes No-Go. Und scheuen Sie sich nicht, uns das zu melden oder der Polizei zu melden. Wir werden dem entsprechend ernsthaft nachgehen. Was sagen Sie jetzt all den Leuten, die trotzdem noch Panik haben vor dem Coronavirus? Wie ich gerade schon sagte, vertrauen Sie uns, dass wir als Kreisverwaltung, als Krisenstab mit allen Themen, die sich um dieses Coronavirus-Thema beschäftigen, und glauben Sie uns, dass wir alle Maßnahmen treffen werden, die dem Schutz der Bevölkerung vor dieser entsprechenden Gefahr dient.